Hallo, hallo, my loves, und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine wunderschöne Woche und danke, dass du dich jetzt hier dazu entscheidest, ein paar Minütchen mit mir zu verbringen. An die Leute, die das gerade mit Video anschauen, die sehen wahrscheinlich schon, dass hier so ein bisschen was im Hintergrund Neues passiert ist, weil ich weiß nicht, ob ich das in der Podcast-Folge überhaupt erzählt hatte, aber ich war so ein bisschen unzufrieden mit meinem Podcast-Hintergrund und generell, das habt ihr selbst schon gemerkt, weil ich habe jetzt schon wirklich auch viele verschiedene Podcast-Backgrounds gehabt. Ich bin so schnell unzufrieden mit den Content-Kulissen, die ich habe, weil ich will so, egal was ich mache, ich will immer, dass es perfekt aussieht. Und in letzter Zeit, ich habe mich so voll gelangweilt von meinem alten Hintergrund. Das war hier der Sessel, auf dem ich immer sitze. Und dann war ich einfach basically vor einer weißen Wand. Und ich war so, warum habe ich das überhaupt so at the first place? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum einfach nur so eine weiße Wand? Das gibt so gar nichts. Und deswegen habe ich jetzt diese drei wunderschönen Bilder aufgehängt. Also für alle, die das gerade nicht mit Video anschauen. Das sind wie so, es sind so drei Bilder, die so zusammen eins ergeben. Und das ist so mit lila, blau, bisschen rosa und das ist so einfach wie so ein Farbklecks. Aber ich finde das so wunderschön und das bringt so ein bisschen Farbe noch hier rein. Und außerdem habe ich mir endlich mal ein Stativ für mein Mikrofon bestellt. Ich kann hier kurz ASMR machen. Also ich halte mein Mikrofon jetzt nicht mehr die ganze Zeit selber in der Hand und das ist so gut für mich, weil jetzt kann ich so richtig so rumgestikulieren und sowas. Ich brauche das immer, dass ich so voll mit meinen Händen hier rummachen kann. Und das habe ich mir jetzt auch endlich mal zugelegt. Also wirklich, es wird, Leute. Jetzt bin ich richtig zufrieden mit meinem Hintergrund. Und das ist für mich einfach immer so voll wichtig, dass mir mein Environment, wo ich arbeite, in Anführungszeichen arbeite, oder jetzt halt meinen Podcast aufnehme, dass das einfach voll schön und so angenehm ist und so, wie ich es haben will. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich das so ein bisschen noch so verändere und so ein bisschen cute mache. Und jetzt bin ich aber sehr, sehr zufrieden. Und deswegen heute auch wieder die Podcast-Folge. Mir geht's gut, ich habe Lust zu reden, deshalb eine Podcast-Folge. Und eigentlich muss ich euch auch noch ein bisschen Stuff erzählen, weil das vor allem so für die Podcast-Community so voll interessant ist, finde ich. Weil ich erzähle ja auch so voll oft in meinem Podcast, dass ich mir immer sehr schwer tue oder sehr schwer getan habe, so aus meiner Comfortzone rauszukommen und so Dinge zu machen und vor allem so Leute kennenzulernen, die ich jetzt noch nicht kenne, auch so in meinem Influencer-Bereich und sowas und generell so Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht machen würde. Das ist für mich immer so, wow, damn, I don't know. So, ich bin immer so ein bisschen shy. Und ich hatte dann kürzlich eine Anfrage gehabt für ein Fußballspiel. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, das war Battle of the Socials, das ist jetzt schon wieder vorbei. Und ich hatte diese Anfrage und es ging im Prinzip darum, dass man mit ganz vielen anderen Influencern, YouTubern, Twitch-Streamern und so weiter quasi Fußball spielt und das wird dann live gestreamt und das ist in der richtigen Arena und. So, und eigentlich am Anfang, als ich diese Anfrage bekommen habe, wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass da auch Live-Zuschauer dabei sein werden. Also das war dann diese riesengroße Arena und da sollten, also 30.000 Leute haben reingepasst, die Tickets waren nicht komplett sold out. Aber es waren irgendwie safe über 10.000 Leute da, die dich so live angeguckt haben, während du Fußball gespielt hast. Und eigentlich ist das so ein Ding, ich hätte das safe abgesagt. So ein Event, erstens sind da super viele Influencer und das ist immer für mich so voll, oh Gott. Und einfach der Fakt, dass ich Fußball spielen muss, obwohl ich literally zero Fußball spielen kann, das waren so für mich so diese Dinger, so okay, nee, ich sag das safe ab, so hä, what the fuck, so was soll ich da, warum sollte ich da hingehen? Und dann hatte ich aber letztens so ein bisschen meine Phase, wo ich wie immer über mein Leben nachgedacht habe. Deswegen habe ich hier auch meinen Podcast, wo ich über mein Leben und ja, alles, über was ich so nachdenke, quatsche. Aber ich habe über mein Leben nachgedacht. Und manchmal fällt mir selber auf, dass ich so voll langweilig bin. Und so mich viel zu selten Sachen traue. Und das habe ich, glaube ich, aber auch in meiner letzten Podcast-Folge, wo ich darüber gesprochen habe, dass man, also wie man neue Leute kennenlernt, wie man Freundschaften schließt und so weiter. Dass das Allerwichtigste vor allem ist, dass man sich Sachen traut. Und so Chancen erkennt und diese Chancen vor allem dann noch nutzt. Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich ist so dieses Event so eine Chance für mich, aus meiner Comfortzone rauszukommen, mich zu Sachen zu überreden und vor allem aber auch Leute kennenzulernen. Und deswegen habe ich dann wirklich auch das gemacht, was ich in meiner anderen Podcast-Folge gepreacht habe, in meiner letzten. Und dann habe ich das einfach zugesagt. Und dann habe ich so ein paar Tage vorher mir Gedanken gemacht. Ich so, boah, scheiße, ey, ich kann da nicht hingehen. So, das wird mega peinlich. Und vor allem dann habe ich so geguckt, wer da auch alles noch so wirklich dabei ist. Und da waren halt echt nur so Leute, die richtig gut Fußball spielen können. Und ich war so, boah, nee, ich muss das absagen. Habe schon so mit meinen Managern telefoniert. Ich so, Leute, das geht nicht. Ich kann da nicht hin. Ich werde mich da so blamieren. Und dann haben die gesagt, doch, mach das jetzt mal. Na. Und dann bin ich hingegangen. Und das war jetzt
diesen Sonntag, wir haben jetzt Dienstag, also es war vorgestern, und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ihr glaubt es nicht. Es war so, so lustig. Also es gab so verschiedene Fußballteams und ich war in einem Team von Lisa und Lena. Also nicht die zwei hatten ein Team, sondern von den beiden Lena hatte ein Team. Und dann noch mit total vielen anderen. Und es war so, so witzig. Und ich habe so lustige Leute kennengelernt. Und deswegen hatte ich es gar nichts mit der Podcast-Folge, so ein bisschen hat das mit der Folge zu tun. Aber es war so gut, dass ich mich das getraut habe. Und das ist so genau so ein Ding, ihr müsst euch vorstellen, für mich war das so voll aus meiner Area rausgehen. Das ist wie wenn du so eigentlich Klavier spielen kannst. So zum Beispiel, ich kann tanzen, so ein bisschen so Hip-Hop-Style oder so. Und dann sagt dir jemand, hey, du sollst jetzt Gitarre irgendwo spielen. Das war für mich so, ich kann tanzen und dann sollte ich plötzlich irgendwo so Fußball spielen. So, versteht ihr, was ich meine, so vom Ding her? Geil, meine Metaphern, meine Vergleiche einfach. Aber das war für mich so voll undenkbar. But I did it. Und ich habe 3 Minuten gespielt. Also wir hatten so 4x20 Minuten insgesamt unsere Spielzeit. Und ich wollte halt meinem Team auch nicht so versauen. Wie gesagt, die waren alle voll gut. Und dann war ich einfach nur so 3 Minuten drin. Und das war auch mega embarrassing. Also ich habe so einen TikTok dazu gepostet. Ich habe gefühlt alles verkackt, was man verkacken kann. Aber egal. End of the story. Ich hatte Spaß. Ich habe mich gezwungen, das zu machen. Und es war geil. So. Und inwiefern das jetzt so zu der heutigen Podcast-Folge connected, wie das so ein bisschen zusammenpasst. Ich habe mir eben mein Leben so ein bisschen angeguckt und mir ist auch aufgefallen, ich mache viel zu wenige Sachen. Und dann habe ich mir auch so angeguckt, was ich denn so mache, wenn ich Zeit mit meinen Mitmenschen verbringe. Und da habe ich mir speziell meinen Freund und mich angeguckt, weil mein Freund und ich, wir sind ja jetzt schon lange zusammen und wir haben mega viel schon zusammen erlebt. Und wir sind beide eigentlich so ziemlich abenteuerlustig. Also wir waren auch schon super viel im Urlaub zusammen und die waren dann auch immer so mega abenteuerreich und so mega geil. So, ich liebe das, was wir alles immer machen. Aber manchmal ist man in so Phasen, wo man einfach so ein bisschen so stuck in seinem Alltag ist und keine Ahnung, jeder macht so sein Ding und dann kommen wir am Abend nach Hause und wir legen uns auf die Couch und gucken so Netflix. And I love that. Ich liebe unsere Netflix-Era. Aber irgendwie nur so für einen bestimmten Zeitraum. So, wir können das mal so für, keine Ahnung, einen Monat oder so machen, aber dann brauche ich auch wieder so ein bisschen Action. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich so ein Date-Glas für uns erstelle. Und in diesem Glas, da stehen verschiedene Zettelchen. Also ich habe so Zettelchen geschrieben und alle in das Glas reingetan. Und da stehen eben so verschiedene Date-Ideen drauf. Zum Beispiel, dass wir an einem Tag, nee, ich werde jetzt noch kein Beispiel nennen, weil sonst werde ich ja die Sachen vorgreifen, die ich euch gleich erzähle. Auf jeden Fall bin ich aber durch diese Idee, durch dieses Date-Jar, durch dieses Date-Glas darauf gekommen, eine Podcast-Folge darüber zu machen, weil egal, ob wir in einer Beziehung sind oder ob wir uns mit Freunden verabreden oder meinetwegen vielleicht auch mit unserer Familie, super oft ist es so, dass wir einfach in so ein Muster gefallen sind und jedes Mal dasselbe machen. So, wann hast du dich das letzte Mal mit deiner Freundin getroffen? Ihr lagt nicht die ganze Zeit nur nebeneinander im Bett, habt TikToks geguckt, habt ihr euch TikToks gegenseitig gezeigt, euch den neuesten Gossip erzählt, sondern wann habt ihr das letzte Mal sowas richtig, richtig Cooles gemacht? Und deswegen mache ich diese Podcast-Folge hier. Ich gebe euch ganz viele Ideen, Inspirationen, was ihr machen könnt, weil ich denke, dass es super besonders ist, wenn du so eine Verbindung mit einem Menschen hast, dass ihr einfach so Zeit verbringen könnt miteinander und ihr sitzt so nebeneinander und ihr müsst gar nicht reden. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass ihr wirklich schon so super comfortable miteinander seid und nicht so dieser Druck da ist, oh Gott, ich muss jetzt die ganze Zeit über irgendwas reden. Aber ich denke, dass so richtig coole Erlebnisse einfach super oft kommen, wenn man Dinge macht, die jetzt außerhalb dieses, hey, wir sitzen schweigen nebeneinander oder wir sind die ganze Zeit am Handy, Spektrums einfach sind. Und ich finde, so eine gesunde Mischung aus beidem ist super wichtig. Also ich, wie gesagt, ich liebe es, mit meinem Freund Netflix zu gucken. Ich muss, also ne, ich bin da gar nicht dagegen, aber ich brauche so super oft diese Abwechslung und einfach, dass man so ein bisschen was unternimmt, weil eben speziell durch solche besonderen Sachen einfach total viele Erinnerungen geschaffen werden. Und klar kannst du sagen, ja okay, ich erinnere mich jetzt aber auch noch an den Netflix-Abend von vor einem Jahr. Ich persönlich nicht. Ich erinnere mich eher an die Zeit, an der wir in Bali irgendeinen Wasserfall erkundet haben oder so. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Und eine Sache, die ihr schon mal versuchen könnt, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen trotzdem, sagen wir jetzt mal mit der Freundin oder sowas, einfach so zu Hause sein und jetzt nicht großartig irgendwie rausgehen oder irgendwas Besonderes machen. Was ich super wichtig generell immer finde, ist, dass man versucht, sein Handy wegzulegen. Damit tue ich mir selber auch schwer, habe ich schon super oft in Podcast-Folgen erzählt. Einfach mal so sein Handy wegzulegen und abzuschalten, kann so schwer sein, gerade in meinem Fall, weil ich ja so mit meinem Handy und sowas auch arbeite.
Aber wenn ihr so merkt, ihr trefft euch miteinander und ihr seid immer, immer, immer nur am Handy, dann habe ich die beste Idee für euch. Ihr kauft euch so ein richtig geiles altes Club-Handy. Ihr kriegt die safe für 30, 40 Euro oder meinetwegen sogar für 20 Euro, wenn ihr so ein richtig schrottiges euch holt. Und es gibt sogar in Pink und so richtig süß. Und manchmal haben die sogar noch so eine Kamera drauf. Dann könnt ihr so richtige Vintage-Vibe Y2K-Fotos machen. Und dann holt ihr euch so Club-Handys und beklebt die so mit Glitzersteinen. So richtig süß, stylisch sehen die dann aus. Und dann nehmt ihr immer nur diese Handys mit, wenn ihr was mit eurer Freundin unternehmt. Oder mit eurem Freund. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Freund sein Handy mit Glitzersteinen bekleben würde. Aber wenn ihr so mit eurer besten Freundin das macht, dann holt euch diese Handys, speichert euch da eure wichtigen Nummern drauf. Mama, Papa, irgendeine Freundin meinetwegen. Und dann nehmt ihr nur noch dieses Handy mit, wenn ihr rausgeht. Dann wisst ihr gar nicht, es entstehen so schöne Gespräche. Vor allem, wenn man einfach mal so 2-3 Stunden wirklich gar nicht am Handy ist. Und das ist jetzt eigentlich schon so ein bisschen eine Sache gewesen, die mit in dieser Liste für mich stand von Dingen, die man machen kann, um sein Leben, gerade wenn man was mit Freunden unternimmt, einfach so ein bisschen interessanter zu machen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Podcast-Folge nenne, fällt mir gerade auf. Ich glaube so Teenage Years interessanter machen. Aber das gilt nicht nur für Teenager, diese Podcast-Folge. Ihr könnt sich jetzt auch meine Mutter anhören und sich sagen, ah, das ist cute, das mache ich irgendwann mal mit einer Freundin. Aber irgendwie, ich gebe euch jetzt einfach so ein paar Dinge, die euer aktuelles Leben interessanter machen. Vorschläge, was ihr mit euren Freunden machen könnt. Ich sag's euch, die lustigsten Nächte, die ich hatte, waren die, als ich mit 14 oder 15 mit meiner besten Freundin im Sommer auf dem Trampolin geschlafen hab. Das waren so geile, lustige Nächte. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber das haben wir so oft gemacht. Wir haben eine Decke genommen, wir haben ein Kissen genommen, wir haben super viel gesnackt früher immer. Wir hatten richtig dicke Snacks dabei. Und dann lagen wir einfach da und ich weiß noch, wir hatten die dicksten Lachkeks. Also wirklich Trampolin oder generell, muss ja jetzt gar kein Trampolin sein, nicht jeder hat ein Trampolin zu Hause, aber einfach so unter freiem Himmel schlafen ist so funny und gerade wenn da noch so die Sterne da sind und dann kann man so ein bisschen nach oben gucken, das war wirklich immer, habe ich noch so viele Videos von, wenn ich jetzt auf Snapchat gucken würde, das waren immer so Nächte, die mega iconic waren, also wenn ihr vielleicht sogar aus Zufall ein Trampolin zu Hause habt, dann, ich finde, es ist Pflicht, wenn man ein Trampolin hat, mindestens einmal drauf zu schlafen. Ich hatte zum Beispiel früher auch ein Trampolin. Und wir waren dort immer drauf. Ich glaube, meine Mom hat da sogar einmal mit meinem Bruder und mir drauf geschlafen. Und wir waren da, wir lagen da super oft drauf. Das ist auch so bequem, so ein Trampolin. Also ja, boah, jetzt habe ich richtig Bock, mir hier ein Trampolin in die Bude zu ballern. Aber das ist echt, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist so eine Sache, die wird euch fix super viele Erinnerungen bringen. Und ein anderer Punkt, was auch so mit, weil ich jetzt gerade gesagt habe, Sterne gucken, so ein bisschen zusammenhängt. Das ist, finde ich, auch Pflicht, was jeder unbedingt einmal gemacht haben muss, ist, dass man sich nachts einen Wecker stellt. Und das ist auch so eine Activity, das könnt ihr theoretisch alleine machen, wenn ihr auf euch aufpasst. Dass ihr euch einfach so in der Nacht, so um 4 Uhr oder sowas, einen Wecker stellt und euch eine Picknickdecke nehmt, Fahrrad schnappt und irgendwo auf dem Feld fahrt oder irgendwo, wo so ein bisschen außerhalb von der Stadt ist, weil ihr braucht so klaren Himmel. Und dann legt ihr euch einfach auf die Wiese oder irgendwie auf dem Weg, nehmt eine Musikbox mit und guckt in die Sterne. Das ist so ein geiles Gefühl. Das hatte ich vorletzten Sommer mit meinem Freund gemacht. So oft sind wir einfach nachts rausgefahren mit dem Fahrrad. Das war so ein krank geiles Gefühl. Das sind so diese typischen Movie-Momente. Das ist so dieses richtig so, oh mein Gott, ich romantisiere mein Leben. Ich stehe so mitten in der Nacht auf und gucke Sterne. Wirklich, you have to try it. It's so, so good. Und wenn ihr erst so um 4 Uhr oder sowas dorthin geht, dann könnt ihr auch easy noch bis zum Sonnenaufgang bleiben, weil ich habe wirklich aus Erfahrung so gelernt oder gemerkt, Sonnenaufgänge sind so viel schöner als Sonnenuntergänge. Also alle Sonnenaufgänge, die ich bisher gesehen habe, die meisten waren so aus Zufall, dass ich so kurz aufgewacht bin. Ich so, oh my God, the sun is out, what the fuck. Die waren immer richtig lila und so richtig rosa. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber meistens sind die Sonnenuntergänge. Also ich muss sagen, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal, ja okay, doch. Ich hatte letztens einen sehr schönen Sonnenuntergang. Aber die sind dann meistens so ein bisschen mehr orange. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Sonnenaufgänge, die sind immer so pink. Aber vielleicht waren das nur meine, die ich gesehen hatte. Aber unbedingt, sowieso, ihr müsst einmal so lange wach bleiben, dass ihr einen Sonnenaufgang seht. Und das könnt ihr dann so ein bisschen miteinander verbinden. Um 4 Uhr morgens mit Freunden, vielleicht bei einem Sleepover, Fahrrad schnappen, Musikbox, Snacks, Picknickdecke. Und einfach ein bisschen chillen. Und da hat man auch so gute Gespräche. Nachts generell dieser Sommernacht-Vibe, das ist immer super, super magisch. Was meine Familie und ich zum Beispiel auch
richtig oft gemacht haben, also meine Oma, die macht das aber gefühlt auch im Winter, also meine Oma macht das eigentlich immer, ist bei uns im Garten so ein Lagerfeuer zu machen, weil wir haben einen sehr, sehr großen Garten und da macht sie immer Stockbrot und dann wickeln wir das so rum und da waren auch schon so oft Freunde von mir damit dabei und Freunde von meinem Bruder und Freunde von meiner Mom. Also wir saßen da teilweise wirklich um dieses Feuer zu bestimmt 20 Mann oder sowas und haben unser Stockbrot gemacht. Jeder hatte so ein bisschen was Süßes zu trinken und ich glaube, boah, das ist so Klischee, aber ich glaube, eine Person hat sogar manchmal Gitarre mit dazu gespielt. Ich glaube, ein Freund von meinem Bruder. Also das ist auch so eine richtig coole Activity, wenn ihr einen Garten habt oder wenn ihr irgendwie mal campen seid oder sowas. So dieses typische Lagerfeuer. Guck, ihr müsst euch einfach so Movies angucken, so diese Teenage-Movies oder irgendwelche romantischen Movies. Macht einfach genau diese klischeehaften Dinger, weil ich sag's euch, die sind geil, die sind einfach absolut geil. Ich bin der Person, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Also ich liebe so Kinodates so sehr, das habe ich auch in das Date-Jar für meinen Boyfriend reingeschrieben, dass er das dann so zieht irgendwann und dann so Kino und dann darf er mit mir ins Kino gehen. Freue ich mich voll, weil ich liebe Kino irgendwie. Und ich weiß gar nicht, als Kind war ich tatsächlich nicht so oft im Kino. Ich habe das Gefühl, das liegt so ein bisschen daran, weil Corona ja doch sehr, sehr lange war. Also es war ja 2-3 Jahre Corona. Und dadurch konnten man ja fast gar nicht ins Kino gehen. Also ich weiß gar nicht, ob die Kinos überhaupt offen hatten, aber es gab ja basically einfach kein Kinoprogramm, weil einfach keine Filme produziert werden konnten. Und das hat mir, glaube ich, durch diese Phase habe ich danach so richtig Bock bekommen, immer ins Kino zu gehen. Also ich gehe echt, echt, echt regelmäßig ins Kino. Und ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber man kann an manchen Tagen ins Kino gehen und sich eine Karte kaufen für einen Film, aber du weißt nicht, welcher Film das ist. Also ich glaube, die Karten kosten dann irgendwie auch nur so 7-8 Euro statt halt 12 Euro oder sowas wie ein normaler Film. Und dann gehst du quasi so blind in den Film und du siehst am Anfang ganz normal Werbung und sowas und dann irgendwann fängt der Film an und du wusstest vorher halt nicht, welcher Film das ist. Und das habe ich einmal gemacht und das war so lustig. Vor allem, dieser Film war so grottenschlecht, in dem wir drin waren. Das war so, irgendwie hatten wir was ganz anderes erwartet, weil du kannst ja so gucken, welche Filme irgendwie jetzt so ungefähr in dem Zeitraum rauskommen. Und wir haben uns dann halt so ein bisschen die Filme angeguckt und dann war das so einer, den wir gar nicht expected hätten. Und der war echt, war gar nicht meins, der Film, aber diese Experience war so funny. Und vor allem wurde bei uns im Kino da noch so voll viel drumherum, ist da irgendwie passiert. Also man konnte da so Poster gewinnen und dann konnte man irgendwie noch Getränke gewinnen und sowas. Also da wurde so voll das Happening daraus gemacht. Ich glaube, das heißt irgendwas mit, ich weiß nicht, ich bin gerade nicht sicher, wie diese Karten heißen. Da müsst ihr einfach mal bei euch im Kino fragen. Aber das ist eine Activity, wenn ihr das macht, safe funny. Safe, 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 funny, weil das, entweder der Film ist richtig gut und dann bist du so, oh my god, wow, that's crazy, oder der Film ist so schlecht, dass es einfach umso lustiger ist. So, ihr habt super wenig dafür bezahlt, dann fuck it, dass der Film schlecht ist, aber das ist halt funny. Und ich wusste irgendwie gar nicht, dass es das gibt. Also bei uns im Kino gab es immer so Ladies Night und so ein Stuff, dass Mädchen halt oder Frauen ins Kino gehen konnten und irgendwie Getränke bekommen haben und Sekt und sowas. Und es gab immer mal so ein paar Happenings, aber ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ich glaube, das gibt's auch wirklich, wirklich regelmäßig. Und eine Sache, die wir auch während Corona, die ich richtig enjoyed habe, waren Autokinos. Also das gibt's aber mit Sicherheit auch immer noch. Ihr müsst einfach mal googeln, so ein bisschen in eurer Nähe, Autokino. Und dann könnt ihr euch so eine Decke mitnehmen, Snacks und dann einfach so in eurem Auto einen Kinofilm anschauen. Das ist auch nochmal voll der andere Vibe, weil du einfach so das Gefühl hast, du bist irgendwie so in deiner eigenen Bubble, so mit der Person, mit der du da bist, du bist so in deiner eigenen kleinen Bubble, aber trotzdem guckt ihr alle denselben Film. Und das ist ja so in Autokinos, dass du drin sitzt und ich glaube über einen Radiosender, also du musst dann so einen bestimmten Radiosender einstellen bei deinem Auto und darüber hört ihr dann den Ton. Weil ich habe mich früher immer gefragt, wie checke ich denn, also wie höre ich denn überhaupt so das, was da gerade läuft, so das, also das Programm, aber das funktioniert über so eine Autoradiofrequenz, glaube ich. Also das war bei mir so, als ich im Autokino war. Und das ist auch so ein richtig cooles Erlebnis. Aber es gibt ja zum Beispiel auch manchmal Open-Air-Kinos. Das ist halt auch mega geil. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, Open-Air-Kino oder Autokino, Open-Air-Kino ist wahrscheinlich noch cooler. Weil da kannst du dich wirklich so mit einer Decke einfach auf den Boden setzen. Also Kino generell, man denkt einfach immer nur so an dieses, hey, ich hole mir eine Karte und dann gehe ich einfach in den Film, in den ich gehen will. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr Kino noch cooler machen könnt. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, diesen, ich weiß nicht, in welchen Film ich gehe, Autokino, Open-Air-Kino. Ihr müsst einfach so ein bisschen euch informieren, was bei euch in der Nähe, in eurem Kino so
für Sachen abgehen in nächster Zeit und dann mach das wirklich. I love it. Ich liebe Kino. Ich wäre so gerne eines dieser Girlies, die jeden Abend vor dem Schlafen gehen sich ihr Tagebuch nimmt und so aufschreibt, was ist heute passiert, bla 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 bla, weil das sind so wunderschöne Erinnerungen, wenn ihr irgendwann mal älter seid. Aber leider kriege ich das einfach nicht gebacken, weil ich super fucking lazy bin. Aber eine Sache, die ich unbedingt machen will, ist eine Zeitkapsel erstellen. Also du schnappst dir einfach eine Freundin von dir, ihr setzt euch hin, irgendwann bei einem Sleepover oder sowas und ihr schreibt euch im Prinzip einfach einen Brief, was gerade in eurem Leben passiert, auf welche Person ihr gerade steht, wie es gerade in der Schule läuft, wie es bei eurer Arbeit läuft, wie es im Studium läuft, wie du dich generell gerade fühlst, was deine Ziele sind, Dinge, wovor du Angst hast. Einfach alles, was dir einfällt, schreibst du in diesen Brief rein. Dann kannst du das in ein Glas machen. Und dann, was ich auch total schön finde, ist, wenn man noch so Gegenstände mit dazu packt, die einfach total wichtig gerade in dem Moment sind. Zum Beispiel ein Schlüsselanhänger oder eine getrocknete Blume oder was auch immer, was gerade irgendeine Bedeutung für dich hat. Und dann machst du dieses Glas zu und vergräbst das im Garten oder du versteckst das irgendwo im Haus. Und dann, wenn du alt bist, so 40, 50 Jahre alt oder sowas, dann findest du dieses Glas und dann kannst du das aufmachen und das wird so wertvoll sein, weil das so wunderschöne Erinnerungen sind. Also das ist unbedingt eine Activity, muss ich machen. Finde ich aber irgendwie auch süß, wenn man das so mit einer Freundin gemeinsam macht, weil imagine, du hast dann immer noch so diese Freundin und dann guckt ihr euch das zusammen an, girl, we're gonna cry. Aber das ist so schön und das will ich auch unbedingt mal machen, weil ich denke mir immer so, wir sind nie wieder so jung, wie wir gerade sind und wir werden uns ja nie wieder so fühlen, wie jetzt gerade. Und ich glaube, umso älter du wirst, umso dankbarer bist du, dass du so die jungen Jahre so, wie alt du jetzt eben gerade bist, so ein bisschen festgehalten hast. Und das ist, glaube ich, so richtig, richtig schön, wenn man einfach so von jedem Lebensschritt so ein bisschen Erinnerungen hat. Also du kannst das ja alle 5 Jahre oder so machen. Oder keine Ahnung, jedes Jahr meinetwegen auch. Und ich glaube, das ist richtig cool. Das will ich auch unbedingt mal machen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich das verbuddeln soll. Am Ende, ich vergesse das einfach. Oder ich weiß nicht. Und im Haus verstecken, dann sieht es halt aus wie so ein Einmachglas. Also I don't know, honey, wo ich das am besten hinpacke. Meine Familie und ich haben früher so oft SingStar gespielt. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Das ist im Prinzip Karaoke, nur da gab es einfach so eine richtige DVD für und da waren so 2 Mikrofone dabei und dann wurde so getestet, wenn du so in das Mikrofon singst, wie gut du singst und dann immer so hohe Noten, tiefe Noten und sowas. Das wurde so richtig so, wie soll ich sagen, das wurde so dokumentiert, wie gut du gerade singst und wie gut du die Töne triffst und so weiter. Und das war immer so lustig und das haben wir so regelmäßig früher gemacht. Und dann habe ich kürzlich mit meinem Freund, das haben wir auch schon öfter jetzt gemacht, einfach auf YouTube sind wir irgendwie immer dann so ein bisschen abgeschweift, wenn wir im Fernsehen was angeschaut haben. Und dann sind wir so auf Karaoke gekommen und es gibt wirklich bestimmt 1000 Lieder, viel mehr. Es gibt tausende von Liedern auf YouTube, die du karaoke-mäßig singen kannst. Und dann saß ich manchmal einfach nur da und das war so lustig, weil du einfach irgendwelche funny Lieder singst und man kann dann auch teilweise von so vielen Liedern, die man eigentlich gar nicht so privat hört, so Radioliedern und sowas, man kann dann so gut den Text und dann, aber der Text steht ja auch da, so ihr müsst jetzt nicht unbedingt den Text wissen, aber man hat einfach so viel Spaß und dann manchmal am Ende muss ich heulen vor diesen Karaoke-Abenden, weil dann manchmal endet man so in voll den traurigen Liedern und dann bin ich so, oh mein Gott, I wanna cry. Keine Ahnung, letztens war das ein Lied, was wir so gehört haben und dann war ich so voll emotional, weil es aber irgendwie auch so cool war. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist auch so für eine Party voll lustig, für so eine Geburtstagsparty oder sowas, wenn ihr dann einfach so Karaoke anfängt. Weil jeder ist ja immer so shy mit seiner Stimme und jeder so, nein, ich will nicht singen. Und deswegen wird das einfach umso lustiger. Das ist, ja. Und da braucht ihr auch gar nicht so ein Setup, so richtig mit Mikrofons, sondern einfach schmeißt bei YouTube irgendwas an und fucking sing. Oder eigentlich, was auch voll cool ist, es gibt ja sogar wirklich so Karaoke-Räume, die man sich mieten kann. Also sowas habe ich selber noch nicht gemacht. Es gibt ja Karaoke-Bars. Boah, das wäre auch crazy, wenn ihr so mit eurer Freundesgruppe in eine richtige Karaoke-Bar geht. That's crazy. Da müsst ihr aber so vor voll vielen Leuten auch singen. Aber ich glaube, man kann sich auch so Räume richtig mieten, wo dann auch tatsächlich so Mikrofons und so weiter wirklich da sind. Und dann könnt ihr so richtig Duets und sowas singen. Aber eigentlich so der Main-Character-Moment wäre schon, wenn man so einmal in so einer Bar singt. Ich glaube, das muss ich einmal machen. Irgendwie so in, keine Ahnung, Spanien oder so stelle ich mich in so eine Bar und dann I'm going to sing. Dann fange ich richtig an. Das ist schon so ein kleiner Main-Character-Moment. Ich war in Italien vor nicht allzu langer Zeit. Fuck. Ist schon ein Jahr her. That's crazy. Ist schon länger als ein Jahr her. Okay, ich war vor über einem Jahr in Italien. Nee, jetzt mir gerade ein bisschen schlecht. Also ich war vor über einem Jahr in Italien. Und ich weiß noch, da sind wir gelaufen an einem Ufer.
Und dann haben wir gesehen, auf der anderen Straßenseite war so eine Karaoke-Bar. Und die Leute haben so laut gesungen und alle hatten so viel Spaß und wir wären fast hingegangen. Aber irgendwie haben wir es dann doch nicht gemacht. Aber das ist so für mich das richtige Main-Character-Moment in so einer Bar, einfach richtig losfatzen. Eine Sache, die ich auch in das Glas geschrieben hatte für meinen Freund und mich, war ein Museumsbesuch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin super selten in Museen. Also das letzte Mal war, als ich in Rom war, war ich in einem Museum, in einem Kunstmuseum tatsächlich, weil ich war dort mit Freunden und die waren so mega kunstbegeistert und die waren so, oh mein Gott, da hängt mein Lieblingskünstler und so, ich muss da unbedingt rein. Und ich war so, you slay girl, ich habe keine Ahnung von Kunst. Und dann sind wir da aber reingegangen und das ist so lustig, im Museum zu sein, vor allem, wenn es so Kunstmuseen sind, so interessant zu sehen, wie die Leute da vorstehen und so jeder so seine eigene Interpretation hat. Und macht das einfach mal mit einer Freundin, mit eurem Partner, whatever, dresst euch so richtig ab, zieht euch so super so Luxury-Klamotten an, so richtig so, als wärt ihr so Kunstkritiker und geht in so ein Museum. Und ihr habt safe irgendwo in der Nähe so ein Kunstmuseum oder irgendein, keine Ahnung, irgendwie so ein Museum in die Richtung. Und dann geht ihr da einfach rein, nehmt am besten noch so einen Block mit und tut so, als ob ihr so voll interessiert seid. Und dann macht ihr so Bilder, voll nachdenklich und so, wow, so interesting. Oh mein Gott, andere Sache. Wenn ihr irgendwo hingeht, fangt einfach an, Englisch zu reden. Das habe ich so oft früher mit meinen Freundinnen gemacht. Wenn wir irgendwo waren, wir so, nee, die Leute sollen denken, wir sind jetzt hier gerade irgendwelche Touristen. We're gonna talk English. Und dann haben wir noch so versucht, so einen englischen Akzent, so diesen britischen Accent. Yeah, can you give me the water, please? So funny, so funny. Das ist auch eine. Geht in ein Museum, zieht euch crazy an und dann redet auch noch Englisch. Oh Mann, das ist geil. Oder, oh, ich wünschte, ich hatte in der Schule Spanisch super lange. Ich wünschte, ich könnte wirklich, wirklich gut Spanisch. Dann könnte man noch so, weil Englisch ist so basic, aber boah, stell dir mal vor, ich bin einfach in einem Museum und fange so an, Spanisch zu reden. Hablo un poco de español. That's all I can say. Das ist alles, was ich sagen kann. Einfach Spanisch. That's all I can say. Hablo un poco de español. Das heißt auf Deutsch, ich kann ein bisschen Spanisch. Was eigentlich eine Lüge ist, weil ich ja kein Spanisch richtig kann. Pero hablo un poco de español. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anderes kann. Quiero Nee, sorry, ich bin raus. Aber lernt eine Sprache. Oh mein Gott, ja, weil wir gerade beim Thema sind. So, lernt eine Sprache mit euren Freunden. So, safe, cool. Es gibt ja super viele Apps, wo man so Sprachen lernen kann. Das würde ich jetzt zum Beispiel machen, Spanisch. Ich frage das heute mal. Meine Mom und ich, wir könnten zusammen Spanisch lernen, weil sie hat auch einen super langen Spanischkurs gemacht. Das ist auch cool. Und dann stell mal vor, wenn ihr gerade zum Beispiel noch in der Schule seid und dann fangt ihr jetzt an, diese Sprache zu lernen und dann, so als euer Geschenk, als eure Belohnung, geht ihr danach eurem Schulabschluss in das Land, wo man diese Sprache spricht, die ihr gerade gelernt habt. Wie cool wäre das? Hätte ich machen können. Hätte ich Spanisch durchgezogen, dann hätte ich nach meinem Abi hier, keine Ahnung, Barcelona oder so. Und dann hätte ich mich richtig gut verständigen können. Naja, irgendwie bin ich jetzt voll vom Thema abgekommen. Ich bin gerade wieder so ein bisschen in meiner Cooking-Era. Ich habe so manchmal diese Phasen, da koche ich kurz, dann bestelle ich mir wieder nur Essen, dann fahre ich extra zu meiner Familie, um mich zu ernähren. Also es gibt super viele verschiedene Phasen. Und gerade versuche ich wieder so ein bisschen in meine Kochphase zu kommen. Und eine Sache, das ist so funny, das müsst ihr machen, ist, ein Vier-Gänge-Menü zu kochen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey Feli, aber ich kann nicht kochen, dann ist es umso lustiger. Wirklich, aber Vier-Gänge-Menü. Kein Drei-Gänge-Menü, kein Zwei-Gänge-Menü. Vier-Gänge-Menü. Ihr geht einkaufen, ihr könnt euch Inspiration bei Pinterest, TikTok suchen. Vier verschiedene Gerichte, eine Suppe, dann, keine Ahnung, was ihr halt so mögt. Und dann aber auch so eine richtig geile Nachspeise. Und das dauert dann bestimmt so 3-4 Stunden, bis ihr das alles vorbereitet habt. Aber es wird so lecker sein. Und ihr glaubt nicht, wie gut so ein Vier-Gänge-Menü schmeckt, wenn ihr das tatsächlich alles komplett selber gemacht habt. Also das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und wenn ihr generell so Bock habt, Dinge so ein bisschen zu Hause zu machen und vor allem auch selber Sachen zu machen, so kochen und so weiter, ist eine Event, sowas, was man mit Freunden machen kann, auch richtig cool, wenn ihr so einen Cocktailabend macht. Also jeder überlegt sich so ein bestimmtes Thema, zum Beispiel mein Job als Cocktail, mein Ex-Freund als Cocktail, mein Crush als Cocktail oder sowas. Und dann macht ihr zum Beispiel so ein, wenn du jetzt zum Beispiel so deinen Crush machst und du sagst, oh mein Gott, er ist so hart, dann macht eine Person so einen Feuercocktail, quasi so rot mit so, keine Ahnung, Cranberry-Saft und whatever, das einfach so rot ist und dann noch so Gummibärchen oder so dazu, die so voll zu diesem Design quasi passen. Und das ist auch so funny. Also wie so ein Theme-Abend und jeder hat so sein eigenes Theme. Und da kann man sich auch noch so kleiden, wenn das irgendwie so dazu passen würde. Also das stelle ich mir voll funny vor, das will ich auch mal machen. Vor allem, wenn man eine größere Freundesgruppe hat, ihr müsst euch halt irgend so ein gutes Thema überlegen. Also wie gesagt, so Crush oder Ex-Freund oder
Job oder irgendwie sowas. Ja, also ihr merkt, es gibt so unfassbar viele Dinge, die man machen kann, statt einfach immer nur zu Hause miteinander rumzusitzen. Deswegen, der erste Punkt ist eigentlich immer, dass man sich so aufrappeln muss, weil so in seiner Comfortzone zu bleiben, einfach jeden Abend zu Hause chillen, ist halt so easy, aber man muss sich immer so ein bisschen aufrappeln und zu sagen, hey, wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir halt so coole Erinnerungen und Erfahrungen. Deswegen, let's go, girl! Also das ist eigentlich immer nur so der erste Punkt und dann kommt ihr vielleicht auch ganz alleine irgendwie auf voll coole Ideen. Aber ich hoffe, die Folge konnte euch ein paar Inspirationen geben. Sagt mir sehr gerne Bescheid, wenn ihr Bock habt, dass ich irgendwann nochmal so eine Folge mache über so ein bisschen, ja, einfach Dinge, die man machen kann, um sein Leben einfach so ein bisschen interessanter zu machen. Und ich hoffe natürlich sehr, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ihr könnt es euren Freunden schicken, eurem Freund, whatever, mit wem ihr solche Dinge machen wollt. Und folgt mir wie immer sehr, sehr gerne auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube und wo noch überall. Und danke fürs Anhören. Ich hab euch über alles lieb. Mua.